Laser! Was geht jetzt ab? Öffne den Endboss, bitte! Ich glaube, wir müssen erst zum Ufer. Ja, wahrscheinlich ja. Ich will was töten. Mysteriöses, unbekanntes Flugobjekt! Genau. Toll. Auf ins UFO. Das UFO erwartet uns. Wieder mit wir werden es infiltrieren! Bams! Yeah! Oh, Adam. Scheiße. Oh, Schwerkraft! Oing, oing. Geil, Schwerkraft! Ich hab dir nicht zerquetscht! Aber ich hab ihn das geht. Zerschmissen. Yeah! Warte, yeah! Das ist geil. Aber man ist noch langsamer als so. Wir sind doch nicht langsam in dem Spiel. Nein. Wie kommst du denn da drauf? Wir sind nicht langsam. Krass. Oh, ein Schatz. Verdammt. Warte, ich gebe dir Starthilfe. Danke. Bitte. Und was befindet sich dort? Ein Transmitter. Mit diesem Gerät kannst du mit Außerirdischen reden, falls du sie verstehst. Aha. Lustig! Diese Sprungfederbeine sind so geil. Ja, ne? Erinnert mich irgendwie an Bellamy. Ja. Das ist eine geile Teufelsfrucht, so. Sprungfedern. Boah. So, was war jetzt? Ich wusste wirklich kurz. Ich sag, dann können wir jetzt auch wieder die Sachen zerstören, wenn hier die Schreck perfekt ist. Nein, da will ich nicht runterspringen. Ah! Gut, dass uns das mal einer sagt. Ja, ne? Yay! Oh, da wartet schon einer. Bam! Tot! Ja! Nicht so fair, aber voreilig. Voreilig. Was? Ich halte mich an deinen Bänkchen. Ja, hab ich schon gemerkt, ey. Oh oh. Ja! Alles klar! Hä? Warum ist der jetzt nach rechts gegangen? Komisch. Was machst du? Was machst du? Alter! Weil du dich ducken musst, du Pfeife! Ah, okay. Das ergibt Sinn! Ducken! Siehst du, der geht nach rechts, wenn ich ducke! Naja, jetzt bin ich ja bei dir. Warte, jetzt bin ich nochmal ducken. Das war knapp. Yeah. Ist das langsam. Prinz Büsch ist unterwegs, um dir zu helfen, Kirby. Oh. Hey, jetzt sind wir wieder hier. Da wollte ich gar nicht hin. Oh. Ich war voll desorientiert wieder einmal. Kein Problem, kein Problem. Boing. 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 Alter, was ist das? Let's play. Boing. Boing. Yeah, boing. Aua. Oh, geil. Wieder runter. Oh. Warte nicht zurück. Jetzt kommen wir bestimmt hier links. Hier hoch. Mann. Oh. Ey, du Arsch. Alter, für Hindi. Wah! Hä? Das Ding geht einfach wieder zurück nach der Zeit. Ah, okay. Ja. Mann! Ja, nein! Guck mal, wie lange ich hier rumbleiben kann. Korrekt. Mann! Ah, Engelchen! Mann!
Du behinderter Hyperschreibficker. Ich meine, du blöder, blöder Typ. Blöder, blöder Typ? Ja, danke! Du Wichser! Idiot! Da ist es doch. Yeah! Oh, Astronauten-Nahrung. Schmeckt, pfui, Teufel. Nachbildungen von echtem Astronautenessen. Nicht jedermanns Geschmack. Toll. Was echt? Denn ich sag's? Toll. Weiter geht's. Oh, wir hätten das wegmachen. Oh, das gibt's nicht. Wir sind so dumm. Wir sind so dumm. Jetzt müssen wir wieder hoch. Du schaffst es, Don. Yay. Oh, Mann, ey, du bist gewohnt. Oh, ich hasse es. Mann. Danke. Bitte. Und weiter geht's. Bam. Hey, was geht? Alles frisch bei dir? Ja, klar. Warum bei dir? Kann mich nicht beklagen. Ich fühle mich wie frisch gewaschen. Oh. Ich mit Perwoll. Spülen sie sich die Sorgen aus dem Leib. Ja, in dieser Welt wäre das echt so. Ja, danke, du dummes Dingen! Und erwartet wieder so ein Funkeleini und tot. Und tot. Warte, ich finde es schön, wie man Aufschwung kriegt, wenn man die killt. Schade, wir können uns nicht da durchschmeißen. Alter, wow. Alter Falter. Wow. Wow. Hätte sein können, dass jemand trifft. Geil wäre, wenn es bei dem neuen Smash Bros. Ein Kostüm von Kirby gibt, wo er so wie hier aussieht. Das wäre geil. Das wäre richtig episch. Hätte voll Style. Und Plüsch als Helfer-Trophäe, das wäre doch Hammer. Da wollte gerade seinen Hyperstrahl einsetzen. Ach du Scheiße. Warte. Hier unten kommen wir hin. Scheiße, dafür müssen wir. Ich guck grad, wo man hier überall lang kann, aber. Ich glaube in alle Richtungen einmal. Boom! Wie jetzt wieder so rum? Was Nein, ich wollte das nicht so machen. Zacka, boom! Ja, eigentlich weg hier. Mal gucken, was aber hier. Okay. Da brauchen wir Schwerkraft. Ja. Toll! Falsche Ausfahrt schon wieder. Mann! Kotzen. Wie immer! Nein! Nein, ich wollte noch rein! Probleme? Ja, ich hänge hier fest. Schön, dass ich hier festhänge. Ja, ja, toll. Ah, jetzt komme ich endlich hier rein. Ah! Ja, ich brauch dich hier! Bands! Und Bands! Schmeiß mich! Yeah! Oh, können wir da oben rein? Ach, da kommen wir, da kommen wir her. Ja, ich und mein Kurzzeitgedächtnis, du kennst es doch. Null Problemo! Schmeiße mich! Bam! Wow! Prinz Plüsch! Wah! Ja, weiter! Los, weg hier! Unendlich ziehende Level. Oh, das ist das Ende. Gerade wenn man es erwähnt. Ja! Korrekt! Wir sind gut! Hey! Und wir sind nur ein bisschen Kotschulde. Nur ein bisschen? Ja. Zu klein 75%. Wer hat das gesagt? Ich hab nichts gesagt. Jodala, Flackerstern, weiter. Yay! Speichervorgang, wissen wir. Ladevorgang, wissen wir. Ja, die Wandels und dies, die freuen sich voll auf uns. Nein, ich will wieder hoch, ich will zum Boss. Ja, ich auch. Alter, Epileptik Techno. Sternenallee. Schön. Billig abgeguckt von Mario. Genau. Sternenallee. Jetzt werden wir, glaube ich, oft sterben. Also runterfallen. Wir können ja nicht sterben. Ich fände es schön, wenn wir sterben können. Oh shit, wie lange es dann dauern würde bei uns beiden Zurückgebliebenen. Gar nicht so lange, wie man denkt. Vielleicht 50 Parts.
pro Level. Ja, genau so. Da haben wir gerade was eingesammelt, du musst alles wegschmeißen. Ja klar, weg damit, ey. Was war das? Hey, der Planet zieht mich mit. Toll. Warum ist da Feuer? Mann, verpiss dich, du dummes Feuer, ey. Nein! Oh, ist das scheiße. Hatten wir nicht mal mehr Juwelen? Ja, wir hatten mal mehr als nur die paar läppischen 20 hier. Da ist was. Renn doch nicht mal vor! Ich hab was gefunden! Rette mich! Komm mal hoch! Scheiße, Mann! Ich töte hier gerade wieder diese komischen Inselaffen. Das macht so Bock, ey. Gas! Oh, geil! Alter, wie lange geht denn das? Ist ja richtig geil. Oh, ich dachte, ich kann den einsammeln. Ich hole die mal schnell wieder. So, und weg hier. Manu! Das ist nicht fair, weißt du? Sorry, Ben. Sorry, Ben. Ben und Jones. Oh! Yay! Ich schwinge! Da unten war noch was. Scheiß dich drauf! Ich aber nicht! Mann, ich will nicht auch scheißen! Außerdem muss ich nicht knödeln. Wer das 100% haben will, der soll es selber spielen. Ja, gut. Was hast du davon? Jetzt werden das ja zum Zeigen, nicht zum Angeben. Ja, bei dem Spiel kannst du auch nicht angeben. Nee, das ist so behindert. Behindert, weißt du? Behinderter als manch ein seiner Mutter. Nee! Nee! Doch! Ey, irgendwann ist auch mal gut mit diesem scheiß behinderten Dreck. Ah! Ey, Mann, nur die Bosskämpfe machen Spaß, der Rest ist scheiße. Schlechteste Kirby-Spiel aller Zeiten. Sag doch sowas nicht. Oh, ist doch so. Kleine Mädchen freuen sich über solche Spiele. Mann, kleine Mädchen können mich mal. Was, da können die dich denn mal? Oh, ich sag schon nichts. Es wird nur gegen mich verwendet. Ja, klar, Alter, ich dachte schon. Oh, herrlich. Schatztruhe. Oh, One Piece. Ein Raketenbett. In diesem Bett kriegt jeder eine Rakete. Ich meine, sind Astronautenträume garantiert. Ja, sind doch Rakete kriegen. Ich glaube, sie sind falsch, oder? Hilfe! Nein! Oh, danke! Guck mal, da waren wir noch nicht. Was für ein dummer Hurenbock! Wow. Wow, wow. Nein, ich wollte dazwischen. Komm. Mann, leck du mio, ey. Alles weg! Warte auf mich! Warte! Ich will auch in Juwelen verlieren! Meine Hörer, ich überall das Juwel! Ja. Rakete! Rote Rakete! Ja! Bam! Geil! Endlich mal wieder was Gutes in diesem Spiel! Ein richtig guter alter Overscroll-Shooter. Spielen wir jetzt Kirby oder Gradius? Was war das? Ah, die kommt von hinten! Oh! Diese Gaylord-Roboter-Bienen. Ich würde mal sagen, wir sind bei der Mrs. Was? Bei der Mrs. Ja, genau, das gibt's auch noch. Geh mal her mit dem Scheiß hier. Erinnert mich auch ein bisschen an Space Invaders. Ja, jetzt durch die UFOs, ne? Ja. Solche Spiele eigentlich immer gern gespielt, die haben so Bock gemacht. Ich habe auch noch das alte Genesis für den Game Boy. Das was? Das Genesis für den Game Boy. Ja, geil. Wow.
Oh, ich hatte immer eins für den Sega gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das wäre wahrscheinlich auch Nemesis, weil das gibt es für viele Plattformen. Oh, okay, dann war das das bestimmt. Boah, das hat so Bock gemacht. War der zweite Gegner zufällig ein riesiges Vieh, was wie eine riesige Schere aussieht? So eine Klaue vom Krebs? Nein. Dann ist es nicht Nemesis. Okay. Oh, die Sterne! Wer ein paar Sega-Spiele kennt, die so waren, der soll die mal in die Kommentare schreiben. Ich will mich daran erinnern, aber ich weiß es nicht mehr. Du kannst auch gedrückt halten, ne? Ach so. Yeah, danke für den Tipp. Ja, hab ich gerade gesehen, wo ich rüber geschielt habe. Wow. Jetzt kommen sie alle. Ja, Bill will's wissen, oder was? Okay. Huch. Oh, schade. Das ging aber schnell. Und wir kriegen Scheiße. Nichts. Wir haben auch nichts schön. Verdient, ey. Doch, wir haben einen Bosskampf verdient. Was haben wir denn jetzt da bekommen? Sah aus wie ein Hebel. Oder ein Schalter, man kann ja auch voll über... Toll. Ein Schalter. Schalter ist für mich kein Hebel. Ja, ist so. Hebel ist kein Schalter. Schmeiß! Ich will nur schon mal hier nach unten. Yeah, Bossfight! Scheint so, als wäre das der vorletzte Boss, oder? Ja. Und? Meta Knight! Meta Knight! Oh, ich hab Hunger auf Matt! Geil! Blub. Die Gegner werden immer besser! Besser und besser! Das sieht cool aus, ey! Boah, das wird so... Episch! Das wird so cool! Das wird voll Choral! Das wird richtig geil! Na, Meta Knight, alles klar! Aber Meta Knight, ich dachte, wir sind Freunde, Alter! Oh, ich wollte sein Schwert greifen. Okay, das kann man kaputt reißen, seine Schallwellen. Und kommst du an das Schwert nehmen, ne? Nee. Schmeiß mich mal gegen ihn. Aber warte, ich glaube, wir müssen die Schall, die Schnitte. Boah! Alter, geh weg! Nee, die gehen sofort kaputt. Okay. Das offenbart sich uns noch. Nein, du musst gedrückt halten. Ah, okay. Der ist aber verdammt schnell. Was? So. Danke. So. Alter. Der hat meins einfach zersäbelt. Der ist gar nicht mal so doof. So sollte ein Endboss sein. Oh, ich seh's kommen. Genau das dachte ich mir. Huch! Danke! Bitte! Das ist der Dank! Alter, ich wollte das gerade werfen, du Alter! Ich hab doch geworfen! Was, ey? Nein, es kommt zu dir! Okay, es ist weg. Alter! Mann! Okay, das ist ein richtiger Endboss, der erste bisher, der ein bisschen Schwierigkeitsgrad hat. Ja. Ja, Mist, ich wollte ihn... Ich glaube, wir müssen ihn von hinten attackieren. Ja! Ja! Oh! Also immer wenn er... Keine Ahnung. Ich dachte, ich kann es mir noch schnell... Okay, was kommt jetzt? Drei Schallwellen? Alter! Alter! Alter, was fällt dem ein? Uah! Nein! Ah, geh weg! Boah. Ah, verdammt, ich dachte, es haut hin. Nein, das bist du! Sorry! Ja! Ah, Mann! Mann! Ich wollte den von unten an die Eier schmeißen! Hilfe! Für alle, die sich wundern, warum Meta Knight so wie Kirby aussieht, er ist in Wirklichkeit ein blauer Kirby! Ja! Und einer der coolsten Videospielcharaktere, die ich finde, überhaupt. Das stimmt. Obwohl ich in Smash Bros. Brawl sein Ultra Smash ein bisschen lame finde, aber als Kämpfer ist er echt cool. Die sind allgemein ziemlich lahm gemacht. Was? Alter! Was ist denn das? Ey, ich bin hier so eine fliegende Mettwurst.
geil! Alter, was für ein Kampf. Boah, das war hart. Aber das war mal ein spannender Kampf. Ja. Auf in den nächsten Abspann, der total bescheuert vorgelesen wird und ich versuche mich innerlich zusammenzureißen, damit ihr in Ruhe gucken könnt. Ah, das ist nicht immer leicht. Meta Knight Musik. Ja, Meta Knight. Der Schmetter Knight. Metafetter. Der fette Meta. Hurra! Wir haben ein weiteres Stück des magischen Garns gefunden. Das magische Garn schimmerte und wand sich spiralförmig bis in den Himmel hinauf. Dank Kirby und Prinz Plüsch war Stoffland wieder vereint. Danke, Kirby. Ohne dich hätte ich das alles nicht geschafft. Hab ich doch gerne gemacht. Kirby und Prinz Plüsch hüpften vor Freude in die Luft. Aber ihr Freudentänzchen fand schnell ein Ende, weil Meta Knight erwachte. Kirby, vergib mir. Das Garn ist an allem schuld. Meta Knight erklärte Kirby, dass Grimmgarn im Begriff war, Dreamland an sich zu heißen. Das machte Kirby sehr wütend. Er wusste nicht, wie er zurück nach Dreamland. Er sieht aber traurig aus. Ich hab's, rief Prinz Plüsch. Der Prinz brachte eine Socke zum Vorschein, die genauso aussah wie die, die Grimmgarn aus dem Stoffschloss geklaut hatte. Die zweite Socke des magischen Sockenpaars. Die Zauberkraft dieses Gegenstücks war nach der Rettung von Stoffland wiederhergestellt. Vorsicht, Kirby. Wenn Grimmgarn Fäden zieht, ist immer Gefahr im Verzug. Mir passiert schon nichts. Ich bin doch dabei, erklärte Prinz Plüsch. So brachen sie alle nach Dreamland auf, um sich Grimmgarn vorzuknöpfen. Jetzt heißt es auf einmal Meta Knight? Ich dachte, er heißt Meta Knight. Der ist so dumm, der Junge. Magische Socke, ey. Yeah, Dreamland. Ich zeige ihm gleich mal eine richtige magische Socke. Scheint die letzte Welt zu sein. Juhu, endlich. Wir haben auch lang genug gelitten. Bald haben wir es geschafft. Filzingen. Wispies Wald. Auf in Wispies Wald. Yay. Zwei Spieler.